Ist es Ihrer Meinung nach möglich, den Klimawandel noch zu stoppen? Ja, nein, den Klimawandel werden wir nicht stoppen, aber wir können, glaube ich, schon indem wir wirklich konsequent auf Technologie und auf wirtschaftliche Innovation setzen, die Zerstörung der Lebensgrundlage, das ist ja nicht nur Klimawandel, der Verlust der Artenvielfalt ist genauso dramatisch, was am Meeresboden abgeht. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Krieg da um die Infrastruktur, den wir jetzt vermutlich in der Ostsee auch beobachten, sondern die Ausbeutung von Meeresbodenrohstoffen, der Kampf um die Antarktis und was da unten alles geht. Das ist alles so atemberaubend für die Lebensgrundlagen des menschlichen Lebens, jedenfalls auf dieser Erde. Das können wir mit den Fähigkeiten von Technologie, Innovation und ja auch der Effizienz einer wirtschaftlichen Ordnung, die eben viel leistungsfähiger ist, wie man aus dem Systemwettbewerb des Kalten Kriegs kennt, wenn sie die richtigen Ziele und Grenzen gesetzt bekommt. Da bin ich optimistisch, dass das zu schaffen ist, aber gemacht werden muss es.